Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Folge 77 und ich habe die nächste Quest jetzt schon aktiviert. Ich will aber vorher nochmal da oben zur Statue hochgucken und die auch auf der Karte freischalten. Da hinten ist mein Gaul. Den konnten wir auch irgendwo rufen, ne? Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wo, auf welcher Taste das war. Einstellungen. Steuerung. Habe ich das jetzt übersehen hier? Steht nicht mit drin. Mir ist so, als wenn es mal eine Taste dafür gab, wo man sein Pferd rufen konnte. Okay. So. Hoffentlich komme ich da irgendwie hin. Ziemlich steil aus hier alles. Da hätte ich auch hier hochlaufen können. Ist ja wie ein Pilgerpfad hier. War ich gerade knietief im Schnee? Na komm her. Nicht wegrennen. Chaos Carina gehört jetzt dazu. Hi. Danke für dein Follow. Ja. Finde ich cool. Freut mich. Ich habe Urlaub die Woche, ich will das ein bisschen nutzen. Oh. Wer bist du denn? Aranea Lenit. Azura hat gesehen, dass ihr kommt, Reisender. Nicht die Neugier, sondern das Schicksal hat euch hierher geführt. Na, eigentlich war es meine Neugier. Gesehen, dass ich komme, wovon redet ihr? Azura hat mir die Gabe der Vorhersehung verliehen. Schon lange vor eurer Geburt hatte ich eine Vision, wie ihr die Treppen zu diesem Altar hinaufsteigen werdet. Ihr wurdet auserwählt, ihr Champion zu sein. Ich weiß, dass ihr es nicht erwartet habt, aber sorgt euch nicht. Alles geschieht so, wie sie es vorhergesehen hat. Okay. Gut, was braucht Azura? Ihr müsst eine Festung aufsuchen, bedroht und doch unberührt vom Wasser. Dort findet ihr einen Elfenmagier, der den hellsten Stern schwarz wie die Nacht scheinen lassen kann. Es ist rätselhaft, ich weiß. Aber Azuras Zeichen sind immer richtig. Ich glaube, bei der Festung handelt es sich um Winterfeste. Fragt dort, ob sie diesen Elfenverzauberer kennen. Ja, das wird die Woche auch noch kommen. Und danke für das Lob. Finde den Elfenmagier aus Araneas Vision. Ich möchte mehr über Azura erfahren. Sie ist die Göttin der Morgen- und Abenddämmerung. Azura erblickt das Zwielicht der Zukunft und führt ihre Anhänger hindurch. Seid ihr hier ganz allein? Ja, es gab noch andere, aber Azuras Visionen stellten ihren Glauben auf die Probe. Sie verschwanden nach und nach, weil sie Angst davor hatten, in ihre Zukunft zu blicken. Aber ich verlasse den Schrein nicht. Die Visionen sind ein Geschenk. Azura warnt mich vor Tragödien, Kriegen und Tod, bevor sie sich ereignen. Ich lasse mich weiter von ihr führen.
Woher stammt dieser Schrein? Die Dunmir, mein Volk, haben ihn erbaut. Wir flohen nach dem Ausbruch Fadenfels vor fast 200 Jahren aus Morrowind. Wer an Azura glaubte, sah eine Vision, die uns von der Insel führte und vor dem Schlimmsten bewahrte. Dieser Schrein ist unser Dank an sie. Niemand soll vergessen, dass sie über uns alle wacht. Okay, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Azuras Magie euch beschützen. Gut. Ich habe jetzt hier gleich die nächste Aufgabe bekommen. Der schwarze Stern. Eine Azura-Priesterin namens Aranea sagt, ich sei dazu auserwählt, einen Elfen zu finden, der den hellsten Stern schwarz wie die Nacht scheinen lassen kann. Sie glaubt, er befinde sich in Winterfeste. Ich würde trotzdem erstmal den Stab von Hasedoki als nächstes machen. Und guck mal kurz auf die Karte, wo ich dafür hin muss. In die Nähe vom westlichen Wachturm. Erstmal die Waffen wegstecken hier. Ja, hier geschah es. Hier war der erste Drachenangriff. Oh, okay. Ein Nord. Na, das glaube ich nicht. Der hat eine schöne Rüstung. Wundertrunk der Stärke, Zaubertrank der höchsten Ausdauer und kräftigen Ausdauer, Elfenrüstung, Pelzstiefel und ein Eisenkriegshammer. So, da vorne steht einer. Begib dich zum Ort des Hinterhalts, töte den Ork-Kampfmagier. Okay. Könnte ich ja noch warten, bis mein Schrei wieder aufgeladen ist. Bevor wir den machen. Ich weiß. Modig Gilgar. Nicht irgendein Kampfmagier, sondern eine besondere Persönlichkeit. Durchsuche die Leiche des Orks nach Hinweisen. Geschäftsbuch des Schmugglers, Giftrezept Furcht, ein winziger Seelenstein, Stab der Eisstürme. Ja, bringt ein bisschen Kohle. So, ich soll das Geschäftsbuch lesen. Oh, was hat denn der hier drauf geladen? Die Erweckung der Lebenden von Shargrub Gilgar. Wundertrunk des Beschwörers. Modigs Beutel. Mächtiger Seelenstein. Trollfett. Das ist doch noch mehr. Ja, guck mal hier. Schwarzer Seelenstein. Todesglockenblume. Tollkirsche. Vielen Dank. Und einen stressfreien Arbeitstag. Ach ja, ich sollte ja das Geschäftsbuch lesen. Wo haben wir es denn? Da. Posten, ein Dutzend Flaschen Skooma. Ah, wird schon. Geliefert an Delvin Mallory Rifton. Schmugglergebühr, 50 Septime und ein Gefallen. Da ich Delvin kenne, ist es dieser Rabatt wert, zumindest diesmal.
Postenstab von Hasedoki, Salze der Leere, Seelensteine, Knochenmehl. Geliefert an Iwara von Olenwelt und Lushak Gra... Was? Gra... Rakdam. Bruchbeinpass. Schmugglergebühr. Vorerst nur Geld und Edelsteine. Es war schwierig, einige der Posten auf der Liste hineinzuschmuggeln. Aber die Zombie-Liebhaber waren zufrieden. Sie wollen versuchen, ein Portal zu etwas zu öffnen, das sich Seelengrab nennt. Falls es dort Beute gibt, wäre es vielleicht eine gute Idee, dafür Käufer zu finden. Posten Gehstock Buch, geliefert an Banditen Weißfluss Wacht. Schmugglergebühr. Haiwa hat mir einen Dolch und Bauernkleidung bezahlt, auf der sich noch Blut befand. Der Gehstock war um einiges zu kurz, aber das geschieht dem Mistkerl recht, da er nicht in Gold bezahlt hat. Ich habe ihm gesagt, dass er lernen muss, mit offenen Augen zu kämpfen, wenn er eine bessere Leistung haben will. Okay. Jetzt geht es nach Bruchbeinpass. Ist auch ganz in der Nähe. Habe ich mein Pferd hier zufällig irgendwo? Das steht bestimmt noch da hinten. Naja. Wir sind ja sportlich. Was haben wir denn hier? Wieder eine Erzader. Eisenerz. Oh, was ist passiert? Gute Frage. Keiler? Dietrich Gold, Granatstein. Ataba. Die Namen kommen mir irgendwie bekannt vor. Und wer bist du? Talskar, The Reisende. Hallo, mein Freund. Welch glücklicher Zufall, dass ihr auf eurer Reise einem Barden begegnet. Was macht ihr hier draußen? Natürlich, um vor dem gewöhnlichen Volk aufzutreten. Wieso sollte die Gabe der Musik den Höfen und Tavernen reicher Städte vorbehalten bleiben? Da geht's jetzt nicht weiter. Ich glaube, ich muss noch ein Stück weiter hoch hier, oder? Ja. Nördlicher Bruchbeinpass entdeckt. So, Ziel erreicht. Und meine Auftragsziele sind auch in dieser Höhle. Es sind Skelette da hinten. Da oben liegt ein Seelenstein drauf. Das könnte auch wieder eine Falle sein. Knochenmann.
Okay. Eigenartige Höhle hier. Ich habe doch hier gerade schon wieder ein Skelett gehört. Oh oh. Da kommt auf jeden Fall kein Skelett. Lushak Gra... Nein, nein! Ich bin jetzt nicht tot, oder? Nee. Gott sei Dank. Na, komm! Oh, ich habe kaum noch Leben. Die haben mich aber fertig gemacht gerade. Was Schlimmes. Dass ich gerade überhaupt nichts gesehen habe. Ivara von Olenwelt. Mann. Nein! Was sind denn das für Zauber? Also ich muss wenigstens einen von den beiden erstmal fertig machen, damit ich... damit ich hier nicht ständig weggeschleudert werde. Hallo, steh doch mal auf, Junge. So, okay. Wo ist der andere? Da drüben. Der Feind Arkay, die schwarzen Künste auf dem Prüfstand und der Rest ist Müll. Ich werde auf jeden Fall gleich meinen Schrei nochmal nutzen müssen. Ja. So. Cyrodi Lischer Spatenschwanz, das Licht und das Dunkelgold, Ivaras Notizen, Seelen, Schwarz und Weiß, was soll denn das sein? Ach, ist ein Buch. Hm. Und das ist der Stab von Hasedoki. Stirbt das Ziel innerhalb von 60 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Ja, gut. Jetzt werden wir uns die Notizen mal noch durchlesen. Die Reise aus Olenwelt war lang, aber lohnenswert. Wir werden wesentlich weniger Probleme haben, das Nötige zu finden, um ein Portal zum Seelengrab zu öffnen. Der Pass ist entlegen und doch suchen nicht wenige Reisende nach einer Abkürzung durch das Gebirge. Es stehen uns also reichlich Blut und Knochenmehl zur Verfügung. Allerdings brauchen wir Salze der Leere und Seelensteinfragmente, um das Ritual zu vollenden. Lushak hatte vorgeschlagen, dass wir uns an die hiesigen Schmuggler wenden sollten, um Hilfe bei letzterem zu erhalten.
Sie hatten mit einem von ihnen wegen des Stabs von Hasedoki in Kontakt gestanden. Falls der Zauberer wirklich seine Seele an den Stab gebunden hatte, wie es die Legende behauptete, könnten wir durch seine Befreiung eine würdige Gabe für die vollkommenen Meister erhalten. Auf jeden Fall sollte es problemlos möglich sein, die Zutaten auf die Liste zu setzen. Tja. Gut. So, ich bin von hier, glaube ich, gekommen, oder? Ja, hier waren ja die beiden Holztritte rechts und links. Jetzt werde ich da nochmal hochgucken. Dazu bin ich ja noch nicht gekommen. Wenn mir die beiden hier wirklich ein paar Schwierigkeiten bereitet haben. Oh. Eine große Truhe. Gold, makelloser Amethyst, Lederstiefel, Vulkan, Glasrüstung. Ja, hier haben sie wohl ihre Opfer durchgeführt. Eisenpfeile, ja. Der hat zwar reichlich Beute beigehabt, aber nichts Interessantes jetzt. Blutige Lumpen. So, was haben wir hier? Silberhalskette und schäbige Robe. Ah, toll. Wenn die mal alle so einfach zu besiegen wären. Menschliches Herz, habe ich das gerade richtig gelesen? Ja. Und hier haben wir noch Seelensteinfragmente. Verzauberer des Kriegers Mündel, Verfasser unbekannt, die arkturische Häresie. Das haben wir, glaube ich, aber auch schon mal gelesen. Von Ismir Königsmacher, dem Unterkönig. Geheiligter orkischer Dolch. So, dann liegt hier noch ein Skelett. Knochenmehl, Salz der Leere, Seelensteinfragment, Ahnen und die Dunmer, das Buch der Daedra, kleiner Seelenstein und Zaubertrank der starken Ausdauer. Da oben ist auch noch eine Kiste. Ach, mit Falle. Zauberbuch Eichenhaut und Zaubertrank der höchsten Ausdauer. Tja, der ging daneben. Oh. Das kenne ich. Ah. Und da geht es anscheinend wieder raus. So. Jetzt haben wir noch offen der schwarze Stern.
Finde den Elfenmagier aus Araneas Vision. Ja, den Stab der von Hasedoki, den haben wir ja jetzt da gefunden. Ist aber ein schönes Fleckchen hier. Auch wieder eine Angelstelle. Herrlich. Ich will mal gucken, was hier ist. Ah ja, Nirnwurz. Da drüben ist doch auch diese Wächtersteine oder wie das heißt, ne? Da werde ich mal noch schnell hinschwimmen. Der Fürstinnenstein. Was macht der? Wer unter dem Zeichen der Fürstin steht, stellt Gesundheit und Ausdauer schneller wieder her. Ja, schön. Brauchen wir aber nicht. Wir haben einen besseren. So, das ist doch bloß ein Holzstamm, oder? Sieht ein bisschen komisch aus. Ach, guck mal an. Da ich ein Schiffswrack entdeckt hier. Vielleicht ist hier noch was zu holen. Ist auch eine ziemliche Strömung hier unten. Kiste mit Gold. Ja. So, dann gucken wir hier noch lang. Was ist denn das? Ach Gott, der arme Hase. Ich glaube, das war's. Ja, interessant. Eigenartig, dass das jetzt nicht auf der Karte verzeichnet wurde. Oh. So. Da kommen noch mehr Gegner.
verdorbener Zombie. Ein Bonewolf. Gut, ich würde mal jetzt mein Inventar erstmal wieder ein bisschen ausmisten. Wo war denn jetzt die Myrrhwacht? Da. Ja, kurz mal wieder ein bisschen aufräumen. Obwohl, gucke ich mal gleich hier alles einmal durch. Amethyst. Die Fragmente habe ich ja auch noch. Notiz, Notiz, Notiz. Hier sind noch die Rubine. Seelendonner. Okay, so. Da ich gerade gesehen habe, dass ich schon wieder so viele Bücher habe, sortieren wir die auch gleich weg. So.
Stufe 35. Immer noch. Hat sich jetzt noch nicht geändert. Aber ich bin kurz vor 36. So. Mal schnell hier mein Zeug einlagern. Gut. Dann habe ich jetzt noch die Zutaten. Ah, stimmt. Ich habe die Rezepte hier mit reingemacht. Ich habe auch wieder ein bisschen was gesammelt. Gerade auch bei den Fallen. Ah. Jetzt habe ich das geschluckt. Ja, ich wollte mir das jetzt nicht zu schwer machen, weil ich das Spiel noch nie durchgespielt hatte. Von daher ist jetzt hier aber nicht drin. Es wird doch hoffentlich nicht dauerhaft meine Magicka gesenkt haben. Ich finde es auf dem Schwierigkeitsgrad schon teilweise recht herausfordernd. So, das Dunkelschwert kann rein. Die Düsterklinge auch. Ach so, die geht nicht. Nur für ein paar Sekunden. Die Schwierigkeit, oder was meinst du jetzt? Falmerschwert. Der Dolch. So, das war auch wieder ein Questgegenstand. Ach so. Ja, Gott sei Dank. Das brauche ich eigentlich alles auch kaum, was hier drin ist. Seelendonner. Ja, packe ich jetzt auch erstmal damit rein. Stab der Eisstürme. Stab von Hasedoki. Ist ja ein Stab mit Eigenname. Muss ich mal gucken, ob wir hier eine Halterung irgendwo dafür haben. So. Alles klar. Auriels Bogen. Das waren ja normale Halterungen hier. Das auch. Ah, der Stab der Spinnenbeherrschung. Den habe ich doch auch schon eingelagert. Wo war denn das? Hier. Hoffentlich finde ich den jetzt auf die Schnelle.
Da ist er. So. Muss ich den jetzt echt ausrüsten, ja? Ah, das ist ja doch. Stab der Spinnenbeherrschung. Warum platziert er den da nicht? Sehr eigenartig, aber gut, dann wandert das Ding erstmal wieder in den Schrank. So. Wo ist er? Da. Gut, Inventar ist wieder aufgeräumt. Damit bin ich bereit für die nächste Folge. Und ja, die Episode werde ich jetzt an dieser Stelle wieder beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.